Wann seid ihr das erste Mal mit Wiener Liedern in Kontakt gekommen? Also ich interpretiere die Frage jetzt anders. Wann war das erste Mal, dass du bewusst dieses Wiener Lied wahrgenommen hast? Also wann das für dich klar war, aha, das ist wirklich eine eigene Genre, das ist das Wiener Lied und gefällt mir nicht oder so. 15, 16 Jahre wäre so gewesen sein. Als Kind war das so selbstverständlich irgendwie so nebenbei die Musik. Die Volksmusik und Wiener Lied und Jazz auch daheim und so weiter. Aber dass ich bewusst wirklich wurde, das ist Wiener Lied, ja, mit 15, 16 sowas. Da war wieder Karl Hodin eigentlich schuld. Ja. Im Endeffekt. Nagelkarl habe ich schon kennt als kleiner Bub und so weiter. Ja. An den, und du, dem Ali, Peppi Mataschek. Aber das war aber nicht so wahrgenommen eigentlich. Da, vergiss nicht, weiter das weiterarbeiten, gell? Das machen wir schon. Ich muss einen Schluck nehmen. Nimm einen Schluck. Nimm einen Schluck. Zum Wohle. Bei mir, ich würde sagen, also unbewusst oder nebenbei auch immer wieder, das kann ich echt nicht ausmachen, aber das erste Mal, zum Beispiel, das kann ich mir erinnern, es gab zwei Schallplatten daheim, bei meinen Vatern, also bei meinen Eltern, aber ich glaube, meinen Vatern gehört. Das eine waren die Spitzbuben, und zwar nicht aber Spitzbubenplatten mit dem Schmäh, das haben wir auch gehabt und so. Und die haben wir auch gern, die haben wahnsinnig geliebt, vor allem die Dreckigen, nicht? Wo die ich zum Teil eh nicht verstanden habe, aber die waren super. Aber es gab eine Platte, da haben die Spitzbuben einfach Wiener Lieder gespielt. Oder war das ein Sampler und es waren mehr und es waren unter anderem Spitzbuben. Zum Beispiel der alte Schmidt von Lerchenfeld. Kann mich riesig gut daran erinnern, wo das für mich das erste Mal so ergriffen hat und die tatsächlich, da wo ich mir wie gedacht habe, das ist geil, das ist leiwand. Und wenn ich von der Schule heimkomme, wäre ich mir, das wird auch so, 14, 15, also 14, 15. Ja, ja. Das war, und das, glaube ich, sind die wenigsten, Horst Gmeller, an Schallplatten, das Großmutterkind. Jetzt da. Ja. Hört ihr eure eigene Musik? Ja. Ja? Ja. Ich höre es nicht.